Test. Okay. Ihr solltet mich eigentlich wieder hören. Sorry, Leute. Irgendwas hat hier gerade ein bisschen rumgezickt. Ich kann euch nicht genau sagen, was es war. Wir sind jetzt hier wieder auf Discord, auf OBS. Ja, komisch. Irgendwie ist mir Game Show abgestürzt. Muss ich noch rausfinden, wieso. Neues Programm, neue, ja, Schwierigkeiten würde ich jetzt nicht sagen, aber nicht gerade das, was ich erhofft habe. Na egal. Ich muss ja noch ganz kurz den Game Sound für euch einfügen. Jetzt hört ihr hier ja nichts. Oh, Desktop Audio. Solltet ihr auch gleich wieder was vom Spiel hören. Probier es noch kurz auf das andere Bildschirmchen ziehen. Auch wieder. Wunderbar. Super. Dann können wir nämlich jetzt auch wieder auf beiden Plattformen streamen. Ich müsste auf YouTube aber noch ganz kurz in dem Fall eine kleine Anpassung machen. Geht gleich weiter, Leute. Jetzt hier mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen, das ist doch auch was. Ja. Oh, schau mal, wir haben gerade die 2900 Abonnenten geknackt. Wuhu, cool. Sweet. Okay, nee, Livestreaming wollte ich. Wieso klicke ich eigentlich immer auf Community? Das passiert mir jedes Mal. So. Ja, ihr seht schon, irgendwie darum kümmern wir uns dann nachher. Spielen wir erstmal weiter. Also, die kommen ja dann hier hoch. Wenn wir das ein bisschen kanalisieren. Also hier können sie ja dann nicht durch. Da habe ich ja schon zugebaut. Aber. Ja, vielleicht bald die 3000. Das wäre cool. Swiss Magic, ich hatte leider noch nicht groß Zeit, das neue Link-Ära zu spielen, weil Yu-Gi-Oh! Pro Percy das ja noch gar nicht unterstützt. Das ist da gar nicht noch nicht drin. Und ich dieses Wochenende keine Zeit für irgendwelche Locals hatte. Von daher, ich kann dir noch nicht wirklich sagen, welches Deck ich jetzt sagen würde, könnte nach wie vor gut sein. Jetzt basteln wir hier mal ein paar Fallen rein. Müssen wir hier wieder zumachen. Wandstacheln und Wanddarts. Hier kommen definitiv die Darts hin. So, die sollten hier ein bisschen Schutz bieten. Hier würde ich dann gerne noch Stacheln legen, aber die muss ich zuerst bauen. Der Titel müsste jetzt eigentlich wieder stimmen.
zumindest in der Theorie. Dumme ist halt, ich kann YouTube hier nicht auf meinen, also auf meinen anderen Computer sonst nochmal umstellen, wenn es nicht passen sollte. Okay, hier ist auch die Wand eingerissen worden. Das müssen wir korrigieren. Eigentlich braucht's. Hier braucht's eigentlich nicht. Oh, dann ist auch hier ein bisschen geschützt. Ja. Hier unten sind wir eigentlich schon recht gut aufgestellt. Habe ich mich schon ein bisschen um die Verteidigung gekümmert. Da schaut das so aus. Auch da haben wir diese Wanddarts. Oh, die könnte ich auch hier ran machen. Ja. Wandfahr. Okay. Aber hier haben wir auch diese Darts dran. Und diese hölzernen Bodenstacheln, die die Gegner verlangsamen und uns ein bisschen schädigen. Also hier sind wir eigentlich recht gut aufgestellt. Hier war es bisher kein Problem, die aufzuhalten. Schauen wir mal, wie es sich hier ausschaut. Ja, hier sind sie mal reingelaufen. Okay. Jedoch zu. Ups. Ja, für den Rest fehlen uns ein bisschen die Materialien. Hier können wir so einen Deckensepper installieren. Nicht gerne weg haben. Das gefällt mir nicht. Wir die hier ein bisschen Slalom laufen, das kann nicht schaden. Heilpad, ne, nee, das brauchen wir definitiv hier nicht. So, ist hier auch befestigt. Was ich hier dann meinen durchlaufen zu müssen. So.
kaputt gegangen hier. Hier haben wir einen Geschützstand. Hier steht dann einer von meinen Verteidigern drin. Wand hier muss auch weg. Eine Fehlkonstruktion hier. Und dann aber vor allem hier. Ich würde sagen, wir machen weiter mit den Missionen, die wir noch offen haben. So, mit Gruppe verlassen. Und zurück zum Hauptquartier. Ne, Basis, glaube ich, nicht das Ganze. Ja, verteilt die Bänder. Stelle 5 Bänder in einer 5-Plus-Zone in erfolgreichen Missionen sicher. Bänder sicherstellen. Wo finde ich denn Bänder? Das muss ich mir noch kurz nachschauen. Ich habe noch nie Bänder gesehen hier drin, ehrlich gesagt. Bänder. Ja, wir schauen mal, verfilmen wir die auch einfach so. Nee, die Mission hier will ich nicht machen. Dann doch schon ein bisschen zu stark. Dann doch nochmal die Vororte von Steinwall. Ich brauche noch ein paar Gründermünzen, dann kriege ich hier wieder so ein Gründerlama. Okay, wir sind schon 3. Ach komm, wir legen los. Marcel, hi, das ist Fortnite von Epic Games, das jetzt seit 2012 in Entwicklung war. Es ist endlich da. So, schauen wir mal. Meistens findet ihr in Gebäuden gute Sachen.
So, schnell Abstieg in den Keller. Das Marcel, das ist ein cooles Spiel. Volle Munition. Habe ich nichts gegen. Ihr Schönes. Dann gehen wir wieder. Ups. Wieder hoch. Wenn ich schon alles demoliert hätte hier. Für hier. Ziel erfasst. Platziere den Atlas auf dem, eine Schatztruhe irgendwo. Hier gibt es Truhen, die man anschauen kann. Das ist gut. Das Ziel ist, diesen Atlas aufzustellen und ihn vor den Zombies zu beschützen für eine gewisse Zeit, um die Gegend hier quasi wieder zombiefrei zu bekommen. Ich würde behaupten, hier drin, hört ihr das auch? Ich höre eine Schatztruhe. Ah ja. Hier hinten kreischt was, und zwar nicht hübsch. Seht ihr? Das hier ist das Bauziel vom Atlas. Kommst du denn her? Also, dieses Ding hier sollen wir jetzt beschützen. Und dazu können wir natürlich hier diverses bauen. Es ist auch spannend. Es ist wirklich ein cooles Spiel. Es macht echt Spaß. Oh, mir geht das Holz aus. Dann nehmen wir halt Steine. Sind ja flexibel.
So. Dann machen wir hier noch Geschützstände hin. Na, das ist der Baum im Weg. Da gehen wir dann nachher gleich noch den Baum fällen. So, der Baum hier muss weg. Im Weg. Bambusschwert, hi, willkommen im Stream. Nee, ich wollte eigentlich mit Holz bauen hier. Eigentlich so lange wie du möchtest. Wir haben jetzt hier 2 Tage verbleibend, um die Belohnung noch zu bekommen. Je schneller, desto besser natürlich, aber grundsätzlich ein wirkliches Limit. Im Sinn nicht wirklich. Aber man muss natürlich nicht mehr die Materialien dafür haben und man wird auch immer wieder von kleinen Zombie-Horden angegriffen. Das hier ist übrigens Blue Glow. Den braucht man, um den Atlas dann zu aktivieren. Könnten wir hier noch Falle hinstellen? Okay. Beziehungsweise eine Falle basteln, das könnten wir natürlich auch noch machen. Wenn ich die Materialien habe für was Schlaues. Nee, nicht wirklich. Okay. Das schaut nach Restaurant aus hier. Der Atlas ist das halbrunde Ding, das wir vorhin mit unserer Festung eingepackt haben. Ich kann es dir nachher kurz zeigen.
Also, Latas ist jetzt hier drin eingepackt. Den haben wir vorhin ja. Seid tapfer, kleine Fest. Okay. Den haben wir vorhin ja eingepackt. Wir können eigentlich hier noch eine Tür reinmachen. Das hier ist der Atlas. Den müssen wir beschützen. Sobald er denn aktiviert wurde, machen wir eben diesen Blue Glow. Ich würde gerne eigentlich hier noch ein bisschen, bevor wir das machen, ein bisschen weiter Festung ausbauen, weil das ist noch nicht wirklich zombiefest. Genau, Diebstahl und Sachbeschädigung. Ganz, ganz oben auf meiner Liste. Oh, da hinten ist noch eine Belohnung für mich herumgammeln. Hier oben schwebt Blue Glow rum. Fangen wir an. Das ist ein altes Gebäude. Das gefällt mir. Da findet man sicher interessante Sachen. Oh, sehr gut. Panzerband. Schrauben und Muttern, das kann man auch immer brauchen. Gehen wir mal einen Stock höher, vielleicht gibt es interessantere Sachen. Hier schon wieder eine Truhe. Mein Mitspieler hat jetzt gerade den Adlersack, zumindest mit Blue Glow gefüttert. Ich würde behaupten, hier drin. Finden wir eine Schatztruhe. Die ist häufig in diesen Dachböden versteckt. Ah, schau mal, da ist sie ja. Okay. Zurück zu unserer Festung. Oh, hier hat jemand schon unsere Festung verstärkt. Sehr schön. Also, haben wir jetzt genug Material, um irgendwas Cooles zu bauen? Wir können einen Deckensepper basteln. Aber ich wäre viel mehr für die hier zu haben.
schöne Bodenfalle hier. So, dann habe ich hier oben Heilpad noch hin und an die Mauer hier noch fertig. Tut mir leid. Gut. Also ich meine, es könnte losgehen. Ich hoffe, es hat niemand das Regen. Du schaffst es, Kommandant. Was Atlas macht, siehst du, wenn wir ihn verteidigt haben. Und ja, das war gerade ein Zombie mit einem Bienenstock auf dem Kopf. Vermehren sich hier wie die Fliegen. Kommen schon die nächsten. Das war die letzte Munition. Das ist nicht gut. Und uns geht die Munition aus.
Was? Oh, jetzt kommen die Baseballhüllen. Würdest du das jetzt mal sein lassen hier? Okay, der Sturm bewegt sich. Jetzt kommen von hier wieder welche. Oben kommen schon die nächsten. Wir müssen noch 30 Sekunden durchhalten. Das schaffen wir doch. So, wir haben es geschafft. Was passiert mit dem Atlas? Er beseitigt den Sturm. So, mal schauen, welche Truhe wir bekommen. Ja, genau, der Sturm ist quasi die Geschichte, die hier die Hüllen hervorbringt und eigentlich schon die ganze Welt eingenommen hat. Wir gehören zu den Überlebenden und versuchen uns natürlich hier in dieser Welt wieder einen Platz zu erarbeiten. Aber ich weiß immer noch nicht, was Bänder sein sollen. Wir können eigentlich mal die drei Lamas hier noch kaufen. Schwing schon, Schlagmann! Du dir. Adios! Viel Spaß damit! Wanddynamo.
Oh, Gründermünze, sehr gut. Heißt, wir kriegen jetzt noch einen Gründerlama. Genau! Join! Nun, so bin ich. Oh, okay. Seltene Axt, ja, dann nehmen wir lieber das hier. Werte habe ich schon so viele. Kupferschienmesser, ach komm. Und noch Gründermünzen. Ist dein Vater Gärtner? Wieso? Oh, ein bisschen weiter links. Oh, ein Upgrade-Lama. Na, das nenne ich doch mal eine coole Waffe. Oh, was haben wir denn hier? Seltenes Sturmgewehr, seltenes Scharfschützengewehr. Ich bin eher so ein bisschen der Sniper-Mensch. Bullseye. Na, das haben wir leider schon. Und Gründermünzen. Oh, ein epischer Überlebender. Ja, aber hier gefällt mir. So, und jetzt haben wir genügend für ein Gründerlama. Besondere Eventverpackung. Eventpackung. Intel garantiert eine epische Gründerwaffe mit einem Level 5 Vorteil. Was ist das? Ist das? Das ist ein Besen. Na, ob das ein gutes Ende nehmen wird? Für dich nicht, nein. Bodenkatapult. Okay. Kupferschädelbeil des Gründers. Eine Axt. Okay. Coole Sache. Also, wir haben noch Fertigkeiten, die wir ausbauen können. Ich würde sagen, wir machen hier bei dem Baum weiter. Adrenalinstoß. Okay. Kann ich nicht nehmen, weil ich hier noch nicht alles habe. Okay, okay. So. Kampfunterstützer, okay. Wir fahren jetzt einfach mal die Schiene hier. Gut. Forschen. Was können wir denn noch forschen? Das geht, glaube ich, wirklich besser mit der Maus. Standhaftigkeit. Angriffsstärke. Gruppentechnik. Durch Fallen, Fähigkeiten und Gadgets wird Heilwirkung 1% pro Punkt. Da haben wir jetzt zu wenig für. Okay. Oh, wir haben ja mehr als genug, um sie aufzuleveln.
Okay. Einheitenbonus. Mal den hin. Gut, dann schauen wir mal wegen diesen Bändern weiter. Sind wir ja stark genug, um hier zu spielen. Okay. Habe offene Gadget-Slots. Was habe ich hier für Gadgets? Ich habe gar keine Gadgets. Doch, hier. Sofort 315 Konditionen bei dir und verbinden Spielenradius in einer Kachel wieder her. Na dann, besser als nichts ist es. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Leute das gerade zuschauen. Ich habe das hier nicht wirklich im Blick. Wir spielen dann später schon auch noch ein bisschen Yu-Gi-Oh! Keine Sorge, Leute. Es ist halt nur ein bisschen schade, dass wir keine Links spielen können, weil das macht das Ganze ein bisschen sinnloser, sag ich jetzt mal. Dringend wieder Holz. Ich habe kein Holz mehr. Planken. Okay. Kann übrigens in diesem Spiel wirklich praktisch alles kaputt machen. Von Boden bis zu Treppen hier. Also es gibt praktisch keinen Gegenstand, den ihr nicht zerschmettern könnt. Ja, und da vielleicht nicht unbedingt gleich beide Teile, das ist halt auch ein einzelner. Egal. Speck. Okay. Ziel erfasst. Platziere den Atlas auf dem Ziel, wenn du soweit bist. Bonus-Herausforderung jetzt verfügbar. Oh, ein großes Gebäude. Och, mal mehr, ist das eine Bank? Nee, ist es ein Restaurant oder sowas. Weil bei Banken habt ihr oft im Keller, oder praktisch immer habt ihr im Keller, zieht trotzdem mal nach unten, habt ihr einen Tresor, den ihr plündern könnt. Hier geht's nicht nach unten. Och, schade. Oh. Hier sind Hüllen. Und wenn so viele Hüllen hier sind, würde ich sagen, gibt es da was Interessantes nebst diesem Blue Glow.
Habe ich hier gerade eine Überlebende schreien hören? Oh, und da hinten ist ein Turm. Das sind Radartürme, die kann man quasi nach dieser Anleitung hier bauen. Okay, der hier will Holz haben, das machen wir. Wenn ich die jetzt nach der Anleitung hier korrekt bastle, wird der Turm nachher aktiviert werden, wenn wir Blue Glows reinsetzen. Hier hin, so. Nicht genügend Holz, das habe ich nicht gern, das ist nervig. Walking Dead schaue ich eigentlich nicht, nein. Das hat mich irgendwie nie wirklich begeistert. Ich habe mal die erste Staffel angefangen zu schauen, aber war jetzt nicht so meins. So, hier müssen Teile hier raus, damit wir hier diesen Bogen bekommen. Hier nochmal dasselbe, so wie es ausschaut. Hinten bauen wir komplettes. Hier den mittleren Teil raus. So, wir haben schon wieder kein Holz mehr. Ah, ödes. Ihr könnt gerne mitzocken, wenn ihr das Spiel habt. Absolut. Hier geht's nicht rein. Ein etwas zu stabiler. Oh, hier soll noch ein Stück hin, okay.
So, dann hier kommen die Ohren zwei weg. Hier unten 4. Ja. Alles weg außer untersten 2. Hier genau umgekehrt. Das weg, das bleibt. So. Und hier das noch dazu. Hier wieder weg. Fangen wir an. Hier geht ein ganzer rein. Wunderbar. Sofern wir dann Holz haben. Dieses Holz heute ist. Lässt mich im Stich. Ja. Gehen wir da wieder hoch. Wobei wir bauen ja sowieso noch mehr. Aber nach dem Baum da gleich auch noch kaputt. Das da oben brauchen wir ja mindestens 40 oder sogar 50 vielleicht. Oh, da ist auch noch was, was wir übersehen haben. So, jetzt bauen wir hier noch die Wände und dann sind wir hier mit diesem Turm fertig. Anomalie. Was ist eine Anomalie? Zwei Blue Glow Radius zu erweitern. Ja, ich habe ja keine zwei Blue Glow, also von daher. Ist das nicht wirklich eine Option? So.
Ist auch interessant. Es ist wirklich, es macht Spaß. Es ist ein richtig cooles Spiel. Schauen wir mal, was wir hier hinter dieser Wand finden. Oh, das ist ein Haus. Okay. Eine Anomalie hat er gefunden. Wo ist denn wohl diese Anomalie? Sieht da irgendwas noch Überlebende? Oh, Moment mal, da unter der Treppe ist was. Türen benutzen können andere, ich schlage mich lieber durch die Wand durch. Anomalie wurde zerstört, okay. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, geht es in diesen Gebäuden häufig auf dem Dachboden. Wertvolles Zeugs zu entdecken. Aber das ist jetzt ein bisschen unkonventionell und jagen hier die Decke in die Luft. Das hätten wir uns hier wohl sparen können. Ah, wobei, yeah, hinten könnte was sein. Oh, okay. In der Umkleideraum, so wie es ausschaut. Nach Schwimmbad aus. Ja, mal schauen, was wir hier so finden. Oh, warte mal, die kann man durchsuchen. Das ist ein Fitnesscenter. Ach, okay. Okay. Ich weiß nicht, wieso diese Laufbänder immer hier an im oberen Stock an Fenstern stehen. Irgendwie so. Polizeiauto kaputt machen. Das ist doch lustig. Nehmen Sie einfach mal an, die Anomalien, die sind hier bei diesen Ausrufezeichen, oder? Dann gehe ich jetzt einfach mal aus und dann rennen wir mal auf so eins zu. Okay, aber das Ausrufezeichen ist hier drin. Okay. Das sind also die Bänder, die wir suchen sollen. Okidoki, cool. Da vorne ist nämlich gleich noch eins.
Entlassungen, Geschäftsschließungen. Niemand von der Firma macht den Mund auf. Weißt du noch? War doch seltsam, oder? Naja, ganz so war es nicht. Ganz so war es also nicht, okay. Die Aufnahme ist über uns. Hier. Swindertech ist nicht pleite. Sie wussten, was kommt und haben Vorbereitungen getroffen. Auch wenn das verlockend klingen mag. Aber ich habe gute Neuigkeiten. Okay. Hier eine Verschwörung auf der Spur. Ich bin nicht der Einzige, der das sagt. Es kommen Berichte rein, sogar aus Steinwald, dass es experimentelle Wintertech-Geräte gibt, Sturmschilde und Heimatbasen. Denkt mal darüber nach. Als ich sagte, dass man nicht einfach aufgeben und sterben soll, dabei hatte ich mir etwas gedacht. So etwas sag ich nicht zum Spaß. Ah ja. Okay, wir sind direkt über der Aufnahme. Es muss hier irgendwo runtergehen. Machen wir mal die rabiate Methode, vielleicht finden wir hier was. Ah, schau mal. Hier. Ich habe Grund zu der Annahme, dass die Leute, die die Basen gebaut haben, noch leben. Und sie arbeiten an einer Heilung für diese Wolkenpest. Und es gibt da sogar ein Gerücht. Okay. Es gibt also sogar ein Gerücht. Okay. So, mal schauen, ob wir irgendeine von unseren Waffen hier basteln können, die wir als Skizze freigeschaltet haben. Hier können wir bauen. Ja, nett. So, hier hinten war ein Überlebender. Ich sage, dem helfen wir jetzt mal. Was ist denn für eine Treppe hier? Die wird hier oben sein, oder? Hier ist hier. Ups. Geht's noch weiter hoch, okay. Ein ziemlich hohes Gebäude. Mal schauen, diese Anomaliesplitter. Oh, da vorne ist der Sturm, okay. Da hinten ist doch eins.
die Richtung. Autsch. Hat weh getan. Also es gibt übrigens wirklich auch Fallschaden, wie ihr gerade gesehen habt hier drin. Hier hinten ist irgendein Gegner. Hier war zumindest gerade einer. Hast du das Replay noch davon, Marcel? Würde ich ja zu gern mal sehen. Ich glaube, hier hinten, das ist doch so eine Anomalie, oder? Das Blaue, dieses Hellblaue da auf dem. Ist nicht der Blue Glow? Der ist da hinten irgendwo. Das ist ja auch irgendwo hier unten. Da ist der Blue Glow. Hier ist ein Blue Glow. Die Wunden fühlen sich tödlich an, naja. Ach, das hier. Fragment, okay, also das ist nicht die Anomalie. Oben haben wir noch Blue Glows. Okay. Also, so ein Baum gibt etwa 12 Holz, ha? Das ist ja schon mal ein Anfang. Oh, da hinten ist noch eine für meine eine Belohnung für mich, wie ich gerade sehe. Mechanikteile und Muttern. Marcel, wenn du seit Donut nicht gespielt hast wieder, dann ist es gespeichert unter Last Replay. Ziemlich ausgelaugt. Okay, das hier soll mal so verteilt. Ist das hier jetzt? Nein. Was haben wir denn
Vorne ist auch noch einmal eine Belohnung, die rumgammelt. Au. Ist tatsächlich eine Tür. Ja, ich spiele mit Controller. Kann nicht mit Maus spielen, das geht gar nicht. Aktivierung in 5 Sekunden. Oh, okay, Jungs, ihr habt den Atlas aktiviert. Ich bin unterwegs. Ausgeschlossen ist es sicher nicht, dass Nordisch Support bekommt, aber die Frage ist halt, wie wahrscheinlich das ist. Okay. Sofort. Oh. Gibt es jetzt auch kleine Hüllen hier? Okay.
Aber die Hüllen kommen wirklich alle von hier, ha? Zumindest im Moment noch. Ich finde die Nordischen auch gut. Also darum geht's gar nicht. Also wir hätten nichts gegen ein bisschen neuen Support. Ja, das sind wirklich kleine Höhlen hier. Und klein und schnell. Jetzt kommen die Hüllen mit den Propangastanks hier. Ja, schon wieder so ein Mistvieh. Das ist mein letztes Magazin. Okay, das ist nicht gut. Übrigens, ich muss ja hier mal kurz im Stich lassen. Ich brauche ein neues. Ja, mehr tun's wären wirklich cool.
Katzen-EP, okay. Und dann haben wir Überlebenden-EP. Mit dem Rücken zur Wand. Auftrag abgeschlossen. Große Kupfer-Großaxt. Wir müssen diesen DJ finden. Halt die Bände weiter. Vielleicht kann Lars helfen. Ja, schauen wir mal. Rotierendes Teil. Ich glaube nicht, dass das die richtige Zeit für außerschulische Aktivitäten ist, kleiner Roboter. Ja, Lars? Wir haben ein zyklonales Sturmsystem der Kategorie 4 mit erhöhter Mutagennebelaktivität. Und, es scheint kaum noch zu bremsen zu sein. Was? Es ist der Sturmfront entkommen und zieht seither nur mehr flauschige Wolken hinter sich her. Siehst du diese Projektion? Ergibt das für dich Sinn? Nein, aber Kommandant, es befinden sich Überlebende auf dem Weg des Sturms. Okay. Ja, dann müssen wir die Überlebenden halt wie... Dafür sind wir noch viel zu schwach. Also, dann machen wir die Rettet die Überlebenden Mission. Naja, die Toons haben eigentlich schon sehr, sehr starke Karten. Also ich meine, den de facto Schnappstall, den sie haben, den sie dreimal spielen dürfen, nicht übel. Das Einzige, was halt bei den Toons das Problem ist, ist die Spielfeldkarte. Mich selbst schützt und dass es auch sonst nichts wirklich gibt, was die Spielfeldkarte schützt. Wollen wir mal einen Ninja nehmen? Ninja oder einen Soldaten? Einen Soldaten hatten wir ja schon. Ninja haben wir noch nicht. Ich würde sagen, wir starten das Spiel einfach mal. Ja, nee, das Problem ist halt wirklich die Spielfeldkarte. Die Spielfeldkarte ist Müll. Und das Problem ist, wenn sie zerstört wird, sterben die ganzen Toons. Das ist noch der größere Quatsch. Also man muss irgendwie in den Toons einen guten Weg finden, die Spielfeldkarte zu schützen. Dann hat's eine Chance. Sturmdaten zu sammeln, Kommandant. Starten wir den Bus. Mach ihn noch mal voll, wenn du so freundlich wärst. Ich muss wieder hoch in die Wolken. Wir sind auf dem Weg zu euch. Sammle auf jeden Fall alles Blue Glow ein, das du findest. Und das mal. Oh, eine Überlebende. Hey, du. Wir brauchen mehr von deiner Sorte. Die Neueren ja, aber die Älteren sterben. Und bei den Neueren ist halt auch die, ja, eigentlich eins der besten Toon-Monster im Moment, finde ich, ist das Magiermädchen, weil es sofort angreifen kann und sich specialt. Hier geht's runter.
Ja, also wenn sie solche Karten bekommen, kann es besser werden. Aber es ist immer noch das Problem, dass man eine Karte loswerden muss und praktisch das ganze Spielfeld dann aufgeräumt ist. Das, ohne Thunwelt funktioniert gar nichts in dem Deck. Das Problem. Kohle, okay. Ich glaube, die mögen uns. Das glaube ich weniger. Mein Rucksack ist voll, das ist schlecht. Brennpulver vor allem. Stahlschrauben, Muttern, Holz. Was war das gerade? Du schon wieder. Ah, Schwinde. Oh. Nach oben. Oh nee, darauf habe ich jetzt echt gar keine Lust. Ah,
Das Whack-a-Mole-Spiel hier. Ja, dann wird er dich noch verarschen, ist klar. Das kleine Drecksvieh. Wir machen Bäume kaputt und bekommen Holz dafür. Ist doch toll. Dein Ernst? So, dann hier bauen wir dann Ganzes. Ich wünschte, ich könnte. Bauen wir hier wieder eine Platte und eine einzelne. Dann wieder eine ganze hinkommen. Jetzt hier Wände nur ganz unten. Okay. So, der obere Teil hier ist beendet. Dann haben wir hier. Ah. Jetzt brauchen wir mehr Holz. Zum Glück sind wir hier ja in einem Wald.
haben die denn jetzt her? Metaversum plus Thunmaske. Lehr mich mal auf. Uns fehlt schon wieder ein bisschen Holz. Na toll. Der Kollege ist hier aber gerade holen gegangen. Kann das sein? Müssen sie am Zeichnen. So, aktiviert. Oh, können wir denn hier noch irgendeine coole Waffe bauen vielleicht? Das wäre doch lustig. Ist mit Fallen aus. Auch dafür fehlen mir Teile. Gut. Oh, okay. Hier haben wir Handwerkszeugs. Petroleumhammer. Ungewöhnliche Falle. Oh, hier ist doch noch was Lustiges. Hey, die haben wir gerade erst gebaut. Hier hinten gibt es noch irgendwo eine Überlebende. Wo bin ich denn eigentlich hier? Alles geradeaus. Nicht ganz gereicht, ja? Was für ein lustiges Gebäude hier. Okay, haben wir gerettet. Sehr schön. Muss noch mehr Überlebende geben hier.
Eine lästige Ziege. Wir können natürlich auch hier sowas, können wir hiervon noch was bauen. Nein, aber wir können hier diese große Kupferaxt benutzen. Stylish. Okay, hier ist ein Bus, ein Bunker. Mal das nicht. Das ist eine coole Axt. Der Sturm randaliert. Nein. Hier soll irgendwo eine Waffe liegen, oder sehe ich das falsch? Unter mir. Ja, wir werden dann eher hier. Ach, schau mal. Ein Rassler. Kann ich denn meinen Rucksack nicht irgendwie entleeren, dass ich sage, hey, beispielsweise hier dieses Roherz, ja gut, das behalten wir mal, aber den Speck hier. Das müsste mir doch wieder Platz geben, nicht? Nein, tut's nicht. Okay. So, jetzt ist es geklappt. Kupferrassler. Damit kann man arbeiten. Genau. Ich glaube, hier zieht der Sturm schon wieder auf. Auf jeden Fall ist hier das. Ich würde sagen, ich baue mir hier mal einen Sniper-Turm hin. Achso, jetzt erkenne ich ja diesen Patrouillenblocker. Was das sein soll.
Patrouillenhammer auch, okay. Oh, was ist das hier? Gut, dann machen wir hier unten noch Dart in. Verteidige den Bus. Ich glaube, das meiste wird von hier kommen. Autsch. Bin ich jetzt hier runtergefallen? Nach oben. Ah, dahin würde ich ja gerne. Oben stehen ja auch noch so Idioten rum. Ja, wahrscheinlich kann man das Inventar schon irgendwie leeren. Ich bin nur zu doof dafür. Ja, Blue Glow. Wieder auf meinen Wurm hoch hier. Wie das sonst nicht. So. Thank you.
Ah, das Gelände hier ist, glaube ich, nicht gerade sniper-tauglich. Hinten ist noch so ein Saftsack. Da ist er gesessen. Subi. Er mit seinem Bus, das ist... Ja, wir waren gar nicht so schlecht. Heute Level 4, fast 5, an! Mission erfüllt, Phase 3, okay. Ich weiß nicht, was Phase 3 ist, aber wir haben sie erfüllt. Irgendwie. Sagt das Spiel. Das Spiel hat immer recht. E-Bugs, okay.
Okay, also, Leute, wir machen eine kurze Pause und danach würde ich sagen, spielen wir dann mal ein bisschen Yu-Gi-Oh! Pro. Okay? Wir sind dann, ja, also ich bin dann gleich wieder bei euch. Machen wir eine kleine Pause. Wir sehen uns gleich wieder.
So, weiter geht's. Eiser machen hier. Ganz kurz noch Yu-Gi-Oh! Pro starten und dann kann's losgehen. Mein Setup ganz kurz ein bisschen umgestellt. Ein bisschen besser im Blick. Das brauchen wir dann. Also vor mir. Hier die Challenger-Liste. So. Bauen wir nur noch Yu-Gi-Oh! Pro und dann kann es losgehen. Alex, hi. Hi, Bastion. Willkommen zurück. Ilias, hi. Ich wiederhole es gern nochmal. Es wird sich durch die Links nicht wirklich viel am Meta ändern. Praktisch gar nichts. Also, nein, Monarchen sind nicht wie Meta. Absolut. Links dann wirklich Einfluss aufs Meta haben, da dauert es, würde ich sagen, schon noch ein paar Monate. Ah, also. Ne Apfel und eine Orange. Okay, ja, kann man machen. Mir jetzt hier noch kurz was zu trinken geholt. So. Ihr könnt natürlich, wie immer, auf meiner Webseite euch für ein Duell anmelden. yu-gi-oh-insider.ch/challenge. Arthur Hoffmann, hi, willkommen im Stream. Schön, dass es dir hier gefällt. Gut. Ja, das ist halt ein bisschen die Frage, was machen wir heute? Ein paar Decks noch rumliegen, die man ein bisschen spielen könnte. Wollen wir mal ein bisschen Counter-Fairy spielen? Counter-Fairy ist eigentlich lustig. Ich glaube, das machen wir sogar. Wir können ja mal versuchen, hier die Rating ein bisschen zu attackieren, ein bisschen hier in die Leiter hochzusteigen. Und vielleicht sehen wir auf dem Weg dahin ja ein cooles Deck, was wir dann spielen könnten oder sowas. Okay, wieso? Hat so ver... Leckt hier gerade ein bisschen. Fällt mir gar nicht. Läuft denn hier? Game Show läuft hier. Willst du mich jetzt das Ende beenden? Danke. Alles zumachen, was ich offen hatte. Ich hoffe, es beruhigt sich dann wieder mit den Frames.
Ich spiele Angriff annullieren hier drin eigentlich sehr gerne. Schütz dich, kostet nichts und du darfst mit Artemis eine Karte ziehen. In Einstellungen, glaube ich, anpassen. Okay. Ich ende hier ganz kurz noch was. Gib mir einen kurzen Moment. Zickt. Baum gerade ein bisschen. Ehrlich gesagt ein bisschen nervt, weil vorhin mit einem relativ anspruchsvollen Spiel hat es eigentlich sehr nett funktioniert. Nee, Shotgun habe ich noch nicht getestet, weil ich online eben nicht spielen darf, zumindest nicht auf dem Checkmate-Server. Läuft es gerade hier nur mit 30 Frames? Das nervt mich jetzt ein bisschen. Außer OBS läuft nichts, auch gar nichts. OBS, dann Percy. Ansonsten ist alles aus. Meine CPU läuft mit 30%, das ist in Ordnung. Oh, hier so. Ich starte es mal ganz kurz neu. Vielleicht hilft das. Am hier. Und. Ah, und starten wir es. Neues. Ah. Mal schauen, ob es besser ist. Ich kann es euch nicht versprechen, aber es würde mich wundern, wenn nicht. Ich sehe keinen Grund, warum Percy gerade so zicken sollte. Jetzt schon wieder bei Nerv, ey. Wieso läuft das gerade nur mit 30 Frames? Weniger als 30 Frames. Also jetzt will wirklich keine große Sache hier.
gegen Bambusschwert spielen wir übrigens nachher gleich noch. Kurzen Moment, jetzt muss ich doch mal kurz. Nein. Also, wir versuchen mal noch kurz was. Hier mal kurz DirectX ein. Das könnte helfen. Nee, nee, es ist nicht OBS, das spinnt. Es ist hier Yu-Gi-Oh! Pro, das umzickt. Wacht hat. Warten müssen hier. Dümpeln immer noch bei 30 Frames rum. Das gibt's doch gar nicht. Buch nochmal. Wisst ihr, was wir machen, das anders? Wir unterbrechen ganz kurz. Ich starte mal kurz mein System neu. Vielleicht ist irgendwo im Hintergrund was am Laufen, was eigentlich nicht sollte. Aber dann haben wir Gewissheit. Ich bin in 2 Minütchen wieder bei euch. Ganz einen kurzen Moment. Sind immer noch 22 Frames. Das gibt's doch nicht, dieses verfluchte Drecksprogramm. Kann's doch nicht sein. Aber ich scheine hier nicht der Einzige zu sein. Ich habe es mal kurz ein bisschen gegoogelt. Oh, okay. Bisschen drin. Aber doch. Geh gleich weiter, Leute. Ich versuche hier gerade was. Das hat nicht wirklich was gebracht. Bin gleich da bei euch. Kurzen Moment, Leute.
Bamustrad, ich habe deinen Kommentar gerade erst gesehen. Tut mir leid. Das habe ich schon versucht. Ich habe es auf 1 gehabt, auf 0 gehabt. Beides funktioniert genau gleich schlecht, leider. Zumindest hier bei mir gerade. Ah nein, es ist eigentlich wirklich nur dieses verfluchte Yu-Gi-Oh! Pro.
DevPro ist keine Option, wir spielen hier auf einem Mac-Computer und DevPro, dieses nervtötende Programm, gibt es nach wie vor nur für Windows. Das Problem ist momentan, dass wir hier mit 30 Frames pro Sekunde rumgammeln in diesem nervigen Programm hier. Was mich gerade echt zur Weißglut treibt. Weil das hier, kein Spaß.
Aber wir machen hier gerade ein bisschen Troubleshooting. Ich bin so schnell wie es geht wieder bei euch. Ich werde vielleicht ein paar Replays zeigen.
Also, ich habe jetzt gerade noch kurz einen kleinen Tipp bekommen. Das probieren wir jetzt kurz aus. Und ich bin gleich wieder da. Stream wird ganz, ganz kurz unterbrochen. Wir sind gleich wieder da.